Endlich hat das Warten ein Ende. Endlich ist es wieder soweit. Endlich kann wieder Tennis gespielt werden. Nach monatelanger Pause lädt der BTTC Grün-Weiß zum 7. Junior Cup auf den Außenanlagen in Berlin-Lichterfelde. Und ja, nicht nur wir als Veranstalter, sondern auch natürlich die Jugendlichen und Kinder waren froh, wieder endlich auf dem Tennisplatz zu können und unter Wettkampfbedingungen Tennis zu spielen. 4 Tage lang messen sich knapp 100 Mädchen und Jungs in den Kategorien U14 und U16 im Einzel. Und für die älteren Spielerinnen und Spieler gibt es auch eine Doppelkonkurrenz. Die Motivation ist groß, denn immerhin geht es nicht nur um LK-Punkte, sondern auch um Punkte für die Jugendrangliste. Kein Wunder also, dass es auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus anderen Bundesländern in die Hauptstadt zieht. Die Turniere natürlich, die Punkte, die Ranglistenpunkte. Natürlich auch, weil es Spaß macht und weil man neue Leute kennenlernt und so. Und außerdem war das jetzt halt auch noch mit Doppel und dann hat das halt extrem gepasst. Extrem gepasst hat auch, dass Ole Peters und Ludwig von Fabeck aus Braunschweig das Doppelfinale für sich entscheiden konnten. Im Endspiel setzen sie sich mit 7:6, 6:1 gegen Leonard von Bermuth und Raphael Frank vom Tennisclub Grün-Weiß-Nikolassee durch. In der Einzelkonkurrenz U14 siegte Lokalmatador Miguel Bretag vom BTTC mit 6:2 und 6:2 über Ferdinand Witting vom Tennisverein Frohnau. Bei den U16ern ging der Sieg nach Hamburg. Hier gewann Linus Rohlin in 2 Sätzen 6:2 und 6:1 gegen Bruno Kühler vom SCC Berlin. Ja, ich habe gut gearbeitet. Ich bin in die Knie gegangen, habe alle Schläge durchgezogen und wenn man das tut und wenn man viel Spin hat, dann ist es halt schwer für den Gegner. Bei den Mädchen unter 16 gab es ein Duell der Top-Gesetzten. Letztendlich konnte sich Yuki Alexander vom SCC Berlin in Glatten setzen. 6:2 und 6:1 gegen Sophie Ehrenberger-Rover vom Berliner Sportverein durchsetzen. Und auch im Endspiel der Kategorie U14 standen sich Nummer 1 und 2 der Setzliste gegenüber. Naemi Lucassi, die zuvor bereits mit Johanna Fahrenholz die Doppelkonkurrenz für sich entscheiden konnte, bezwang BTTC-Zählerin Marlene Melchior mit 6:2 und 6:0. Doch auch wenn es heute nicht für den Sieg gereicht hat, ist das kein Drama, denn ihre Vereinskameradinnen stehen hinter ihr. Marlene spielt souverän, sehr gut, macht wenig Fehler, hat eine richtig, richtig gute Vorhand. Neben der Hauptrunde wurden in fast allen Wettkampfkategorien auch Nebenrunden gespielt. Hier treffen alle Spielerinnen und Spieler aufeinander, die bereits ausgeschieden sind, um unter sich noch eine Gewinnerin oder einen Gewinner auszuspielen. Auch hier gab es einen weiteren Grund zur Freude für den BTTC. Denn Pauline Nettenstroth konnte die Nebenrunde in der Kategorie U14 für sich entscheiden. Ja, also ich bin richtig zufrieden mit mir und ich hatte so ein bisschen Angst davor, weil ich hatte ja das erste Spiel dann verloren, sodass ich dann in die Nebenrunde gekommen bin. Und bis jetzt habe ich aber noch nie eine Nebenrunde gewonnen und war deswegen sehr stolz auf mich. Weitere Ergebnisse der Nebenrunden sehen wie folgt aus. Das Turnier, also auch aus Sicht des BTTC Grün-Weiß, ein voller Erfolg. Wir haben sehr gutes Tennis gesehen, wirklich hervorragende Qualität bei den Matches. Also insofern alles rundum positiv. Der Startschuss ist gegeben. Nach der langen Corona-Pause steht noch so einiges beim BTTC Grün-Weiß an. Egal ob Tenniscamp, LK-Turnier oder ein weiterer Junior Cup. Doch hauptsächlich ist man erleichtert, dass diese Events überhaupt wieder stattfinden dürfen. Endlich darf wieder gejubelt werden und endlich darf wieder Tennis gespielt werden.